Näher bei uns zwischen der Türkei und Griechenland sollte der Strom der Flüchtlinge seit gestern versiegen, weil fast alle Neuankömmlinge nach dem neuen EU-Türkei-Abkommen damit rechnen müssen, dass sie nach einem Kurzverfahren zurückgeschickt werden in die Türkei. Aber heute kommen sie weiter, in großer Zahl. Zum Beispiel auf die Insel Lesbos, wo unsere Reporterin Phoebe Gar verfolgt, wie sich die neue Rechtslage auswirkt. Phoebe, was erwartet diejenigen, die heute und später dort ankommen? Also im Moment ist es so, dass alle Flüchtlinge, die hier auf Lesbos ankommen, unverzüglich in das Lager gebracht werden, das Sie hier hinter mir sehen können. Und das ist neu seit heute, sie dürfen es dann nicht mehr verlassen. Möglichst bald soll dann mit diesen Asylschnellverfahren begonnen werden. Wie schnell das allerdings möglich ist und auch wirklich in Kraft tritt, das ist mehr als fraglich. Denn bisher ist es so, dass in Griechenland ca. 1500 Asylanträge pro Monat gestellt worden sind. Und schon das hat zu einem gewaltigen Rückstau geführt. Zukünftig werden es eher 1500 Anträge pro Tag sein. Menschenrechtsorganisationen haben sehr große Sorge, dass dann im Zuge dieser Schnellverfahren gar nicht mehr so genau auf die einzelnen Schicksale eingegangen wird, wie das den Flüchtlingen eigentlich zustehen würde. Nun müssen die Flüchtlinge ja erfahren haben, wir wissen, dass der Informationsfluss über Handys und so weiter relativ gut ist. Sie müssen erfahren haben, dass diese neue Regel gilt, nach der sie nicht von Griechenland im Normalfall weiterreisen können nach Europa, sondern zurück müssen in die Türkei. Warum kommen sie dann einfach weiter? Die meisten, die hier ankommen, haben tatsächlich schon von dem Abkommen gehört. Aber vielleicht muss man sich vor Augen führen, dass man von der türkischen Küste aus tatsächlich diese griechischen Inseln sehen kann. Und wer sein Haus und überhaupt alles in Syrien zurückgelassen hatte, der lässt sich dann vermutlich von einem Abkommen, das die EU mit der Türkei schließt, erstmal nicht abschrecken. Und unter den Flüchtlingen ist auch weiterhin die Hoffnung sehr groß, dass diese neuen strengen Regeln vielleicht gar nicht wirklich in Kraft treten oder gar nicht so genau umgesetzt werden, gar nicht so streng umgesetzt werden, wie sie erstmal beschlossen worden sind. Dann setzt die Wirkung, auf die Europa gehofft hat in diesem Zusammenhang, offenbar jedenfalls nicht schnell ein. Dankeschön für Begabung.